Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift lesen konntet, geht es heute um einen kleinen DM-Haul. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch auch unten auf den Abonnier-Button. Und ja, wir starten jetzt mit dem Video. Hier in der Tüte befinden sich die Produkte, die ich gestern mitgenommen habe. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Produkt an. Und das ist diese Kosmetikbox. Ja, sieht sehr hübsch aus, hat wieder ein tolles Design. Also da gibt sich ja Evelyn immer sehr, sehr viel Mühe mit dem Design. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann essen mein Freund und ich zurzeit sehr, sehr gerne diese Dinkelvollkornnudeln vom DM Bio. Ja, die halten lange satt, schmecken gut und kommen immer wieder mit. Auch wieder mit durfte von Denk mit, die feuchten Bodentücher. Ich habe eine Katze und mit denen wische ich halt öfters einfach mal durch, damit auch die Haare von ihm immer weg sind, weil die sind sehr, sehr fein. Und ja, also die finde ich super, die passen auf meinem Swiffer drauf und der Duft ist halt auch wirklich göttlich. Das letzte Haushaltsprodukt hier ist von Vanel Duft, auch wieder ein Weichspüler mit der Nectar Inspiration Patchouli Öl und Lila Orchidee. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Der hat sowas Würziges, also richtig lecker. Also den nehme ich mir immer wieder mit. Mein Freund hat sich ein neues Haarspray ausgesucht und das ist hier von Balea Man, das Extreme Power Haarspray mit 24 Halt, kein Verkleben, für ultimative Styles. Auch ich habe mir ein Haarspray mitgenommen und zwar hier von Syoss, das Piper Flex, flexible Halt. Das hat TamTam letztens auf ihrem in einem Video vorgestellt und ja, ich habe mir gedacht, ich probiere das mal aus und ich habe es auch schon ausprobiert und hier steht ja auch drauf, dass es einen sehr, sehr feinen Sprühnebel hat und das kann ich nur bestätigen. Also es hat wirklich einen sehr, sehr feinen Sprühnebel und ich werde es aber noch weiter testen, aber bis jetzt auf dem ersten Eindruck bin ich sehr begeistert von dem Haarspray. Ja, die Balea Nail Strips sind ja momentan sehr, sehr gehypt und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt auch mal welche mit, wenn schon welche vorhanden sind in der Filiale. Und ja, die werde ich dann heute, glaube ich, noch austesten. Und noch zwei Masken durften mit, und zwar von Shams, wieder zwei Stück. Einmal die Augen- und Lippenmaske. Das sind vier so kleine Sachets. Und dann durfte einmal noch mit die Multimasking-Maske. Also auf die bin ich ja auch sehr gespannt, wie die so ist. Und ja, ich war im DM, bin an dem Regal vorbeigegangen und habe die Wassermelonenpfeile gesehen und ich stehe momentan sehr auf Wassermelonen und ja, ich finde das Design echt süß gemacht und sie durfte mit. Dann hat der DM diese Handseife mit dieser Hülle, die man überall dranhängen kann, also die kann man hier abmachen und kann man sich überall dranhängen und auch die Größe verstellen. Und ja, da gab es ja jetzt dieses mit tropischen Ananasduft und ich finde das auch mega süß mit dieser kleinen Ananas dran. Also das ist mega süß gemacht, also ganz toll. Das habe ich jetzt schon vor ein, zwei Wochen, glaube ich, gekauft. Wie ich gestern im DM war, gab es die leider schon nicht mehr. Also ich glaube, dass die schon recht vergriffen sind. Auch mit Dufte von Nivea, das Seidenmousse Raspberry Rhubarb. Spricht man das aus? Auf jeden Fall Himbeere und Rhabarber. Ja. Und das riecht man schon hier raus. Das riecht so richtig lecker. Ja, also auf den Duschschaum freue ich mich schon, wenn ich den unter die Dusche stellen kann. Dann hatte ich ja in meinem letzten Haul gezeigt, dass Balea Aquaspray. Und es gibt ja jetzt auch das mit Limette und das mit Kokosnuss. Spricht mich beides nicht so sehr an. Deswegen habe ich mir hier dieses hier mitgenommen von Balea, das Rosen Wasserspray. Was ich schade finde, ist, dass halt nur Rosenduft ist und nicht wie das Rosenwasser von Rosens sowas drin ist, weil das ist eigentlich sehr, sehr gut. Aber zum Erfrischen finde ich das echt super. DM hat jetzt auch momentan wieder eine Limited Edition und zwar gibt es da so einen ganzen Aufsteller von und da habe ich mir ein paar Produkte mitgenommen, die möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar einmal von Balea das Rasiergel
Und ich finde das Design halt auch richtig schön. Und hier steht dann auch drauf, peppiger Papagei. Also richtig toll gemacht. Finde ich echt schön. Und ja, mein anderes Rasiergel ist leer, deswegen durfte eins Neues mit. Und da habe ich mir das hier gleich mitgenommen. Und diese Bodylotion hier, der freche Flamingo mit Pitaya und Tamarillo Duft. Auch richtig schön gemacht. Und der Duft ist so ein bisschen süßlich, aber richtig lecker. Also auf die Bodylotion freue ich mich auch schon. Auch mit durfte dann der Kicherne Kakadu. Hier ist Maracuja und Cassis Duft drin. Und das riecht auch richtig lecker. Also ganz, ganz toller Duft. Und ja, also den Spender werde ich auf jeden Fall dann auch noch länger stehen lassen, auch wenn die Seife leer ist, weil ich den einfach richtig süß finde. Ja, dann durfte noch dieses Shampoo mit. Irgendwie habe mein Hirn ein bisschen ausgesetzt, als ich auf dem Aufsteller war. Ich habe gedacht, das ist ein Duschgel. Ist es leider nicht. Aber ich habe Kiwi-Duft gelesen und ich mag Kiwi total gerne. Und deswegen durfte es mit. Es ist ein Shampoo für jeden Tag. Aber ich denke, das kann ich auch gut mit ins Fitnessstudio nehmen. Ja, das ist der trendige Toucan. Also auch sehr schön gemacht. Also die ganze Reihe finde ich echt schön. Das duftet halt so lecker. Das Schlimme ist, ich glaube, ich muss mir doch noch welche holen, weil es duftet so gut. Papaya und Kiwi Duft. Also wenn ihr das noch seht, schaut euch das mal an, riecht mal dran. Richtig lecker. Schade, dass das kein Duschgel ist. Ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und das ist ein Nagellackentferner. Ich mag zwar eigentlich die von Evelyn nicht so gerne, aber der Duft hat mich auch angesprochen und ja gut, also Nagellack, der Duft ist ja meistens eher so, riecht man so wenig. Aber ich finde, also wenn man so leicht dran riecht, es riecht schon fruchtig, also riecht schon angenehm. Ja, das Design ist halt auch mega süß und auch die Flasche mal in einer anderen Farbe, nicht immer nur blau und rosa. Richtig schön gemacht. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch unten auf den Abonnier-Button. Und schreibt mir doch mal auch unten in die Kommentare, wie gefällt euch die Limited Edition von Balea. Und ich verlinke euch noch eins von meinen letzten Videos hier. Und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.